Dieses Video wird von OneFootball unterstützt. Gönnt euch die App, Link in der Beschreibung. Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube und willkommen zu meinem ersten Squad-Builder-Battle in FIFA 21. Und heute gibt es einen Bundesligaspieler. Vielleicht den besten Stürmer in der Bundesliga, man weiß es nicht. Schreibt mal rein, wer ist besser, Lewandowski oder Haaland. Und jetzt habt ihr schon gehört, um wen es geht. Es geht um Haaland. Und ich habe mir auch den besten YouTuber mitgebracht, Danny Prones. Ja, was geht ab, Leute? Prones ist auch am Start. Wird auf jeden Fall heftig. Wir haben beide ja noch nicht so viele Coins in diesem FIFA und trotzdem sind das, denke ich, Teams, die ein bisschen was wert sind. Allein Haaland ist schon ein bisschen was wert und ich denke, wir haben beide noch ein paar teure Spieler dabei. Und wir können das Spiel beide noch nicht, also hier kann alles passieren. Ja, das stimmt, das stimmt. Und wir wissen auch, dass wir heute ein richtig geiles Like-Ziel erreichen, oder? Wie viele Likes können wir heute rausballern für dieses Baba SBB? Oh, wenn sich alle anstrengen, weißt du, wenn wir unsere Kräfte vereinen, meinst du, wir packen 21.000 Likes auf Rekord? Buongiorno, Alter. Das wäre auf jeden Fall wild. Leute, ist eine kleine Challenge. Haut 21.000 Likes raus. Let's go. So, und wichtig ist es noch, die beiden Kanäle zu abonnieren, damit ihr nichts, wenn FIFA 21 verpasst, hier abonnieren und bei Danny abonnieren, denn da gibt es auch noch ein weiteres SBB um seinen Kollegen hier, ne, um Lewandowski. Mehr müssen wir gar nicht sagen. Wir fangen an, die Spiele einzufügen und willst du als erstes einfügen, soll ich einfügen? Ja, komm, halt du mal als erstes in die Kamera, was du glaubst, welche Spieler ich hier... Come on, Alter. Ich habe hier was drauf, was gut kommen kann. Das ist das Problem. Wenn du mich in der Richtung durchschaut hast, dann hast du mich halt durchschaut. Weil ich bin mit diesem wilden Link gegangen, mit dem Norwegen-Link zu Ødegaard und der Link dann zu Benzema. Da habe ich dich auf jeden Fall noch nicht so ganz durchschaut, denn ich bin einfach mal auf ganz trocken mit Brand gegangen. Ich dachte, den spielt zum ZOM oder so und dann dachte ich, geht vielleicht noch so ein Rashica da rein oder so. Oha, nice. Ja. Okay, ich hatte kurz Angst, ehrlich. Weil wenn du Ødegaard gehabt hättest, hätte ich glaube ich auch Benzema gehabt, weil Jovic schon seit niemals gespielt. Ich halte mal rein, was ich glaube, was du hast. Okay, bei mir geht es nämlich auch mit einem super Link und wenn du den einen hast du den anderen, denke ich auch. Denn ich gehe auf der rechten Mittelfeldposition erstmal mit einem Non-Rare. Klingt komisch, aber der hat ganz gute Werte. Einer von Hertha BSC, der ist Belgier, weißt du? Luke Bakio. Und dann habe ich auch seinen Landsmann da. Und das ist dann natürlich klar, wer es hier wird. Ein ZDM, bisschen defensiverer, Bro. Und das ist Witzel. Oh, also mit Non-Rare habe ich hier auf jeden Fall nicht gerechnet. Das ist zu viel des Guten. Kannst beide behalten. Den hast du anstatt Witzel aufgeschrieben? Ich habe Can und Bellarabi gehabt. Ah, nice. Ah, ich wusste es. Deswegen bin ich erstmal so gegangen. Gut, wir dürfen die Spieler behalten. Ab zu den nächsten Positionen. Wir machen weiter mit den nächsten Players. Ich, Bonjour, du jetzt mal rein und du hältst mal rein, okay? Das Ding ist, bei dir ist halt anders schwer, weil du kannst alles machen, was willst. Jeder hat schon volle Chemie und so. Deswegen, ich habe keine Ahnung, wen du nimmst. Wenn ich da einen richtig habe, wäre schon wild. Ich habe ja nicht so viele Coins, deswegen bin ich erstmal mit dem Spieler gegangen, der heißt Memphis Depay. Der ist eigentlich MS, also das heißt, ich darf den auch im Sturm spielen. Ist eine ganz coole Karte eigentlich. Dann habe ich dazu passend seinen Link und zwar im ZM. Wo ist der? 81er Rating. Aua. Also wenn du mit der Liga gegangen bist, kannst du auf jeden Fall Aua erraten. Und dann habe ich dir gesagt, dass ich noch einen Knaller einbaue. Ich konnte dir aber leider nicht sagen, was für ein Knaller, weil sonst hättest du ihn erraten. Und ich habe dich auch ein bisschen angelogen mit meinem Preis des Teams. Aber es musste sein, weil ich wollte Neymar spielen. Ich habe einfach Neymar. Ey, ich schwöre, ich wusste, dass du mit irgendeinem Spieler übertreibst. Deswegen habe ich Vieira aufgeschrieben. Aber das wäre echt schwierig, wenn du das hättest. Aber siehst du, ich wollte auch unbedingt, dass du ihn nicht benutzt. Weil der hätte alleine das Spiel gecarried. Deswegen habe ich Vieira aufgeschrieben und Rest einfach geraten. Martial, Rashford. Junge, wie soll ich dieses Spiel erraten, wenn ich nicht mal weiß, in welche Liga es geht? Junge, einfach Neymar. Wenn der heute discarded wird, Danny, chill. Bitte, hör auf. Ich habe jetzt schon Angst, aber ich mache es. Egal, wir gehen rüber zu dir. Ich will gar nicht länger darüber nachdenken. Junge, ich hoffe, du hast hier keine. Ich bin echt motiviert, jetzt das Spiel zu gewinnen und diesen Neymar wegzuhauen. Komm, rechter ZM, es geht los. Ich brauche natürlich einen Dortmund-Spieler. Der Dortmund-Spieler, den ich mitgenommen habe, ist Marco Reus. Dann haben wir eine Icon im Team, nämlich eine irische Icon im ZDM, Keane. Und dann haben wir noch einen Spieler von Real Madrid. Da gibt es aber viele. Weiß nicht, Modric. Ja, ich wollte mich zwischen Modric und Isco entscheiden. Habe mich für Isco entschieden. Dann wollte ich mich zwischen Brandt nochmal entscheiden und Reus. Ich entscheide mich natürlich für Brandt und dann noch für Witzel. Mein Gott, Alter. Oh mein Gott, nice, Mann. Team sieht anders fresh aus, ey.
Kannst schon mal deinen Neymar anschneiden. Okay, kommen wir zur nächsten Position. Vielleicht wird hier noch irgendwas erratet in diesen Teams. Wobei Außenverteidiger sind immer so eine Position. Einer sniped da irgendwas. Komm, ich halt als erstes rein. Ich will der sein, der hier was sniped. Ich hab meine beiden Namen. Okay, let's go. Komm. Ich habe auf der linken Seite schon drin, aber ich sag's dir noch nicht. Ich will noch den anderen einfügen, dann sag ich dir beide gleichzeitig. Auf kurz und schmerzlos angelehnt. Und zwar rechts ist er jetzt auch drin. Das ist Schmied, Franzose, saftig aus der Bundesliga. Und links ist auch ein Franzose, saftig aus der Ligue 1. Und das hieß Amavi. Ich dachte, du kommst wieder mit so Silber Non-Rares und so, deswegen habe ich links Georgia aufgeschrieben, noch nie gesehen vorher. Egal. Mounier, lassen wir das. Ja, komm, Danny, das ist zu klar hier alles gewesen. Ach, komm, halt rein. Scheiße. Ist drin, du bist dran. Ja, leider habe ich das Gefühl, du hast was erraten. Rechtsverteidiger glaube ich nicht, dass du den hast. Das könnte aber auch sein, Mitchell Weiser. Ja, das klingt schon mies. Linksverteidiger ist halt sehr obvious. Wenn ich mit Real wieder gehe. Und ich gehe wieder mit Real, Marcelo. Ja, okay, ich bin links mit deinem Namenskollegen gegangen, mit Da Costa, Danny Da Costa. Rechts meinst du? Und rechts. Und links bin ich natürlich mit Marcelo gegangen. Das mache ich kurz und knackig und da benutze ich meinen Joker, bevor ich keinen mehr habe. Ah, erstmal Keeper einkaufen gehen. Bock schon. Finale, es geht ins Finale. FIFA 21, erstes SBB-Finale. Ich halt rein. Sache ist, du hast halt ehrlich gar keine Ahnung, welche Liga es geht, aber wenn du die Liga hast, wird's ganz rutschig für mich, weil dann hast du viel, glaube ich. Französische Liga, Marquinhos, Kimpembe und Torwart ist der Inform Benitez. Weißt du, was das heißt? 2 Bronze. Richtig. Und warum nicht 3? Weil Keeper nicht ist. Genau, richtig. Marquinhos, Kimpembe, Navas. Oh Mann, Alter, dass das auch noch klappt, ey. Ich bin offiziell, glaube ich, in deinem Kopf drin. Hey, ich habe Abwehr 3 von 4 Bronze. Ja, mit Diskarten gleich alles, Bock. Jo, ich mach mal weiter hier auf schnelle Welle, ne? Ich halt rein. Aber geht auch so. Wieder sehr viel. Bei mir geht aber auch jetzt was flöten, weil ich bin einmal mit Varane gegangen, dann bin ich mit Umtiti gegangen und dann bin ich mit Hugo Lloris gegangen. Die kannst alle behalten. Was hast du denn? Ich dachte, du gehst komplett Premier League mit Zuma, Laporte. Ach, geil. Nee, Leute, möge der Bessere gewinnen, möge der Schlechtere verlieren. Ich habe ein volles Team, aber das heißt gegen Pro Onsa gar nichts, weil der ist Joga Bonito, sein Großvater. Ab geht's ins Spiel. So, Freunde, wir sehen jetzt mal, ob man die Man sieht die gegnerischen Teams trotzdem wieder nicht. Was redest du? Haben die das echt nicht eingefügt? Ja. Das ist ja echt Gott. Schade. Hey, ich dachte, die machen das safe wieder. Da haben doch alle nachgefragt. Ja, dann soll der Kater einmal nochmal beide Teams einblenden, weil sonst hat man ja bei mir diese ganzen Bronze-Karten und so gar nicht gesehen hinten. Dann wird das nochmal kurz unten eingeblendet, die beiden Teams von beiden nehmen. Aber ist ehrlich, schade. Einfach ein Jahr gebraucht, trotzdem nicht drin. Warum? Ich weiß nicht. Ey, ich komm nicht drauf klar, warum zeigen die das nicht? Boah! Hoppala! Ey! Oh, wie riesig ist der? Haaland ist echt ein Schwein. Hast du überhaupt schon gespielt online das Game? Nee. Hey Junge, wen steuere ich denn? Dankeschön. Hey, das ist richtig wie Schlittschuhlaufen gerade hier, ne? Das ist richtig wie Schlittschuhlaufen. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Also das ist hier immer eine Lücke. Zack, zack. Wie kommt der an? Zack. 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 Wie kommt 1-0. Auf geht's, let's go. Nein. Da ist er, der Star. Nach vorne kommen. Guck mal, den Jubel. Der Haaland-Jubel. Boah, was hat Neymar aber für ein Dribbling. Und da geht er. Da geht er. War klar. Nein. Nein. Wie man den Ball nicht bekommt. Ey! Scheiße, Mann. Was mache ich hier? Komplett so. Hä? Auf den sollte er gar nicht. Da ist er richtig Platz. Nein! Oh mein Gott, ey. Was ist hier los, ey? Komm, geh doch mal. Geh. Geh. Setz dich durch. Knall ins kurze Eck. Ja! Haaland. Gar nicht, 1-1. War einfach gerannt nur, hä? Einfach Körper reingestellt und gerannt. So muss das sein. Das ist Erling. Oh, oh. Oh, oh. Puh. Ich will selbst nicht wissen, was passiert ist. Ja, so. Doch, doch. Klar doch. Hacke, zack. Und so rein. Geluppen mit Doppel-A in die Mitte. Bei mir stehen einfach alle 4 immer vorne nebeneinander. Also wenn ich es gut spiele, ist das ja so gut eigentlich. Guck mal, der kommt auch wieder an. Das ist doch nicht normal! Sehr gut ist das, wenn die da. Ich tackle den Ball weg, der kommt perfekt zu seinem Spieler. Wo ist meine Spieler? Ja, ein bisschen mehr nachrücken hier. Wir brauchen noch mehr Leute hier vorne. Sauber.
Elber. Jo! Du bist doch jeder Karriere! Oh mein Gott, Mann, das ist nicht mehr normal! Dieses Spiel ist so scheiße, ey! Ich stehe im Weg, ich mach alles richtig! Geil, ey, den will ich nochmal sehen! Sauber! Er hat sogar schon die Animation gemacht! Er hat angetäuscht! Er hat einfach abgebrochen, die Animation! Da. Komm. Bitte, bitte. Wieso bist du so langsam? Hä, Bronzespiel hat eingeholt, Ehrenmann! Was geht hier ab, ey? Mein Gott. Boah. Ey, mein Gott, Digga. Der Bronzespieler wieder, Ehrenmann. Ein Mann von Ehre. Ey, keiner rennt mit. Oder halt, wenn sie machen. Guck mal, wo der hin. LOL. LOL! What the fuck? Ich hab Tackling gedrückt. Ich hab einfach Tackling gedrückt, der macht Tor. Was geht hier ab? Warum spielt der da hin? Warum? Als ob ich da hin drücke. Schon sehr krass. Was hier alles klappt. Ey! Mit ganzen Vereinen und so. Auch gar nicht. Tor! Lass mal an. Was geht hier ab? Oh mein Gott! Ich will nicht mehr reden und so, die nicht mal irgendwas mehr sagen. Ich bin ruhig ab heute. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich habe ja sogar auf Quatsch gespielt und es hat trotzdem alles geklappt. Ich habe umgestellt, du darfst. Okay. Warte mal. Ich schau mal kurz, wie dein Team vorher war. 4-4-2 war das, ne? Das sind jetzt 5 Picks. Varane ist teuer, Neymar ist teuer, Haaland ist teuer. Da muss man schon einen mitnehmen. Eigentlich dafür, dass Neymar genommen hast, muss er jetzt weg. Mhm. Nimm erstmal linkes Mittelfeld, falls du stehen gelassen hast. Dann nehme ich linker Stürmer. Rechter Stürmer, rechter Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Aber Schwimmer, warte, das war schon, ne? Das war Brian. Ich hatte so Bock, noch weiterzumachen. Warte, was hatte ich? Linkes Mittelfeld, linker Stürmer, rechter Innenverteidiger, Rechtsverteidiger. Die 5. Mhm. Ja, okay. Hast einmal Haaland getroffen. Der kostet 100k. Dann hast du Varane getroffen. Der kostet 300k. Dann hast du Witzel getroffen. Dann hast du Titi getroffen und Schmidt getroffen. Digga, fast 500.000 oder was? Mhm. So, 500.000 Coins sind in der Gold-Upgrade-SPC. Varane, Haaland, Witzel und Titi. Alle sind drin. Ich schick ab. Ach, geil. Lasst ein Like da, 21.000 Likes, RIP. In die Kommentare, check Danny ab. Du darfst nochmal was sagen. Ich bin raus. Jo, das wäre eigentlich schon geisteskrank, wie einfach alles funktioniert hat. Also 21.000 Likes müsst ihr auf jeden Fall raushauen, weil 500.000 Coins schon vor Release discarden. Das gibt's, glaube ich, sonst nirgendwo. Absolut verrückt. Wir sind raus, macht's gut. Ciao.